Es ist 21 Uhr. WDR aktuell. Die Nachrichten mit Udo Stiel. Guten Abend. In Griechenland breiten sich die Waldbrände weiter aus. Ein neues Feuer gefährdet inzwischen das Dorf Olympia auf der Halbinsel Peloponnes. In unmittelbarer Nähe befindet sich die berühmte antike Stätte Olympia. Vor 14 Jahren war sie durch einen Brand stark beschädigt worden, weil das Löschsystem nicht funktionierte. Dutzende Menschen kamen ums Leben. Auch in der Nähe der Hauptstadt Athen sind die Feuerwehren im Großeinsatz. Von dort Verena Schelter für WDR aktuell. Die Brände in der Gegend um Variborbi, ein Vorort etwa 20 Kilometer nördlich von Athen, sind größtenteils unter Kontrolle. Mehrere Ortschaften wurden in der Nacht evakuiert, tausende Menschen mussten daraufhin ihre Häuser verlassen. Die Behörden organisierten Hotelzimmer, in denen die Betroffenen unterkommen konnten. Der Qualm des Feuers hat sich bis ins Zentrum von Athen ausgebreitet. Teilweise regnet es Asche auf die Häuser nieder. Wegen der Kombination aus Rauch und Hitzewelle kamen Dutzende Menschen in der Hauptstadt ins Krankenhaus. Der Zivilschutz ruft die Athener dazu auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Vor allem ältere und gebrechliche Menschen sollten das Haus, wenn möglich, nicht verlassen. So die Empfehlung der Behörde. Die EU sichert sich den Zugriff auf bis zu 200 Millionen Dosen eines möglichen neuen Corona-Impfstoffs aus den USA. Die EU-Kommission hat den Abschluss eines entsprechenden Vertrags mit dem US-Hersteller Novavax genehmigt. Astrid Korall, WDR Brüssel. Die Vereinbarung der EU mit dem US-amerikanischen Pharmahersteller Novavax sieht vor, dass die Mitgliedstaaten zunächst bis zu 100 Millionen Dosen des Impfstoffes erwerben können und eine Option für den Kauf von weiteren 100 Millionen bis 2023 haben. Für Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ist dieser Vertrag eine weitere Absicherung zum Schutz der Bevölkerung. Sie wies darauf hin, dass sich neue Coronavirus-Varianten in Europa und weltweit ausbreiten und dass Novavax seinen Impfstoff bereits erfolgreich an diesen Varianten teste. Allerdings, noch ist das Vakzin in der EU nicht zugelassen. Es wird aber derzeit von der Europäischen Arzneimittelagentur EMA fortlaufend geprüft. Weitere Meldungen im Überblick. Deutschland spendet ab sofort alle noch ausstehenden Corona-Impfstofflieferungen von AstraZeneca an die internationale Initiative COVAX, die Entwicklungsländer versorgt. Das entspricht einem Regierungsbeschluss von Anfang Juli. Außerdem sollen bestellte Johnson & Johnson-Impfdosen in andere EU-Staaten geliefert werden. Die Bundesregierung will die gestern abgesagten Abschiebungen nach Afghanistan nachholen. Das sagte ein Sprecher des Innenministeriums. Grund für die Absage der Rückführung von München nach Kabul seien Explosionen in Kabul gewesen. Die 6 afghanischen Straftäter sind nach Angaben des Sprechers wieder in Deutschland in Haft. In Minsk in Belarus hat der Prozess gegen die Oppositionelle Kolesnikova begonnen. Die Aktivistin hatte vergangenes Jahr die Proteste gegen die umstrittene Wahl von Staatschef Lukaschenko mitorganisiert. Zehntausende Gegner von Lukaschenko waren auf die Straße gegangen. Die Regierung ließ mehr als 35.000 Menschen festnehmen. WDR aktuell. Aus der Region. 4 Staatsanwaltschaften in Aachen, Bonn, Köln und Koblenz prüfen aufgrund von Anzeigen, ob sich Verantwortliche vor Beginn der Flutkatastrophe strafbar gemacht haben. Katrin Römer, WDR Bonn. Nach der Hochwasserkatastrophe liegen der Behörde verschiedene Anzeigen aus dem Kreis Euskirchen und dem Rhein-Sieg-Kreis vor. Eine davon richtet sich gegen die Betreiber der Steinbach-Talsperre in Euskirchen. Der Vorwurf, die Talsperre sei zu spät abgelassen worden. Andere Anzeigen werfen den Verantwortlichen vor, dass sie nicht ausreichend vor der Flut gewarnt hätten. Die Staatsanwaltschaft prüfe derzeit, ob ein Anfangsverdacht dafür vorliegt. Bestätigt sich dieser, werde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, so Behördensprecher Sebastian Buß. Und das Wetter in Nordrhein-Westfalen. In der Nacht klingen die Schauer ab, die Temperaturen gehen auf 15 bis 8 Grad zurück. Morgen ist locker bewölkt, dann später wieder Schauer und Gewitter. In Bochum 21, in Köln 22 und in Rheine 23 Grad. Das war WDR aktuell.